Das klappt ja Freut wunderbar. mich. Hallo, Johannes Held. Herzlich willkommen zum heutigen Talk mit Danke. einem Künstler, einem freischaffenden Solokünstler. Das freut mich ganz, ganz besonders, denn Musik und Kunst liegt auch mir immer sehr am Herzen. Herzlich willkommen, Johannes Held. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Und ich finde auch toll, dass du und ihr euch um die freischaffenden Künstler bemüht. Finde Ja, ich es sehr ist gut. mir einfach wichtig, wie es allen Bürgerinnen in unserem Land geht. Und ich bin auch neugierig, denn viele Dinge bekommt man nicht mit. Und von daher gibt es eigentlich nur eins, man muss im Gespräch bleiben und neugierig Fantastisch. fragen. Und genau das werde ich heute tun. Super, Ja, danke. du bist viel unterwegs, habe ich gesehen, von Mailand bis, bis Berlin und ich glaube Estland auch, Lettland, Ja, ja, kommt überall. drauf an, wo man singen kann. Da bin ich da. Ja. Genau, also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Johannes, magst du dich kurz vorstellen, bitte? Gerne. Also ich bin Johannes Held, ich bin Bariton, ich arbeite als Sänger seit, weiß nicht, 8, 9 Jahren jetzt professionell, bin seit 7 Jahren freischaffender Sänger, war vorher in Dänemark, habe da meine Ausbildung abgeschlossen, habe in Freiburg aber auch studiert und bin auch Süddeutscher. Also ich komme eigentlich aus Sindelfingen, beziehungsweise Meichingen sogar, lebe jetzt aber seit 6 Jahren in Berlin. Und bin hier freischaffend. Betreibe ein kleines Kunstliedfestival. Werbung kann ich bestimmt nachher noch genug machen. In Sindelfingen. Und bin gerne im Süden. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, als Katrin mich dann gefragt hat, ob man aus dem Süden nach Berlin hin und her mal reden könnte, über wie es den Künstlern gerade geht. Finde ich super. Sehr schön. Johannes, wie bist du denn zur Musik gekommen? Also ich war immer musisch aktiv, komme aus einem musischen Haus, man würde wahrscheinlich Bildungsbürger sagen, sind meine Eltern, und habe viel gesungen. In meiner gesamten Kindheit war mit dem Kinderchor ging es eigentlich los. Mit 4 Jahren bin ich da eingestiegen und dann eben war ich im Chor der Stuttgarter Hymnuschor Knaben. Da war ich 16 Jahre lang. Und da kommt ja auch die Verbindung zu dir jetzt her, weil Nico Hauff und mein lieber Freund eben die Verbindung hergestellt hat. Und ich bin im Chor auch immer noch sehr, sehr treu verbunden und bin sehr, sehr froh, dass ich da sein dürfte. Deswegen, ich bin auch irgendwie im Herzen ein bisschen Stuttgarter. Schön. Welche Instrumente spielst du denn? Ich spiele Trompete, ein bisschen Klavier, da stehen sie auch, die zwei Ah, schönen schön. Stücke. Und sonst singe ich halt. Ich bin Sänger. Alles andere ist wirklich sehr, sehr rudimentär vorhanden. Ja, das glaube ich jetzt nicht so wirklich. Welches ist denn dein Lieblingsinstrument? Oh, also wenn ich die Stimme, dann ich bin schon großer Klavierliebhaber, aber ich mag die Klarinette. Kommt immer darauf an, welche Art Musik wir hören. Ich bin natürlich immer noch großer Blechbläser-Fan. Trompete ist natürlich schon wunderschön und ein schön gespielter Blechbläsersatz ist schon ein Traum. Ja, absolut. Kannst du in einem Satz erklären, was für dich Musik bedeutet? Uff, Schwere Musik. Frage. Ja, das ist eine schwere Frage. Das ist natürlich auch ganz, ganz schwer fassbar. Also natürlich ist Musik ist für mich Lebensinhalt. Und das wäre dann der eine Satz. Aber ich glaube eben, dass Musik Dinge beschreibt, die wir sonst nur schwer fassen können und füllt den Raum, der leer ist und sonst auffrisst. Also für mich ist das einfach so, ja. Vielleicht andersrum gefragt, Musik ist ja ein ganz weites Feld, ja, umfasst ja ganz, ganz viel. Wo liegen denn deine Stärken? Naja, also Musik ist das, was ich tue. Das ist mein Handwerk. Und ich würde sagen, inzwischen liegen meine Stärken eigentlich darin, dass ich verstanden habe, dass ich selber aktiv werden muss als Künstler in diesem Raum, der die Bühne ist oder jetzt eben Instagram, weil ich mir selber meine Arbeit schaffen muss. Das heißt, ich würde sagen, inzwischen eigentlich ist meine größte Stärke Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft, neue Sachen auszuprobieren. Also du verbindest ja auch Musik und Sprache, wenn ich das richtig, wenn Das ich ist das mir ganz, ganz richtig. wichtig, genau. Ja. Also ich bin ja großer Liedfan und da ist natürlich die Lyrik ist ganz extrem wichtig. Die Texte, die zugrunde liegen, sind ja gerade, ich meine, klassisches Lied ist ja von Schubert, geht's los, dass man wirklich vom Lied spricht und so weiter. Der hat dann Goethe auch viel vertont und da reden wir über Goethe, Schiller, Heinrich Heine und auch alle, die danach gekommen sind. Also da ist natürlich eine Textaffinität ganz, 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 ganz stark. Und ich habe auch mal eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob ich nicht Schauspieler werden soll.
habe mich dann dagegen entschieden und bin eben Opernsänger geworden. Und bereust du es? Nein, auf keinen Fall. Also ich bin ein sehr glücklicher Sänger. Und ich würde auch sagen, schon vor Corona gab es immer wieder Leute oder gibt es immer Leute, die sagen, ah, ist ein schwerer Beruf und bist du da sicher und du reist zu viel, du Armer. Ich bin dankbar. Ja? Und man kann auch ein Leben danach ausrichten, was man erleben will. Also ich war jetzt viele Jahre sehr viel unterwegs, hast du ja schon ein bisschen aufgezählt, was ich so mache eigentlich. Und so habe ich mein Leben gestalten können und immer schon gestalten wollen, weil ich konnte nie nur davon leben, also rein ökonomisch, aber auch künstlerisch fand ich das immer wichtig, dass ich da flexibel aufgestellt bin. Also ich war immer in Deutschland aktiv, dann habe ich 5 Jahre in Skandinavien gelebt, seither bin ich dort sehr, sehr aktiv. Ich habe eine Agentur in Italien, da bin ich dort aktiv, da lerne ich andere Leute kennen, da gehen wir dann halt auch mal nach Riga. Und das funktioniert für mich so am besten und ich genieße das einfach wahnsinnig. Und jetzt, wo ich ein Kind habe, wo ich verheiratet bin, möchte ich auch mehr Sachen zu Hause machen. Und jetzt in Corona-Zeiten streame ich jetzt eben auch. Übrigens, Link in der Description kommt bestimmt auch gleich noch. Ich werbe schon die ganze Zeit, du musst mich stoppen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen zusammen, die man sehen kann. Und man kann sein Leben eben danach ausrichten. Also ich war viel unterwegs, jetzt habe ich ein Kind, jetzt bin ich weniger unterwegs. Und wegen Corona bin ich auch weniger unterwegs. Aber es gibt immer Möglichkeiten, Musik zu machen und Kunst zu machen. Und nein, ich bereue das keinen Millimeter. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Woher holst du deine Inspirationen? Von anderen Musikern, anderen Künstlern, die ich treffe. Also ich muss sagen, ich bin kein großer Konsument von jetzt Aufnahmen oder Konzertmitschnitten oder so, aber ich begegne halt vielen Menschen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich Menschen begegnen kann, mich austauschen kann über das Leben, über ganz grundsätzliche Sachen. Das ist halt auch das, was Musik ist, dass wir eben über ganz grundsätzliche Dinge uns unterhalten müssen. Über Leben, Tod, über Liebe, über Verlust, über Freude am Leben, über schöne Momente. Und das ist meine Arbeit. Und da bin ich schon extrem dankbar dafür. Die Texte schreibst du selber? Nee, ich nutze wirklich hauptsächlich Dinge von anderen Leuten. Also genau wie die Musik von anderen ist, schreiben die Texte eben auch anderen. Ich habe es ja schon gesagt, Goethe, Schiller sind da große Themen, aber es gibt auch zeitgenössische Autoren, die ganz wunderbar sind. Was ich selber schreibe, ist natürlich alles, was der Kontext ist. Also ich schreibe über Musik. Ich schreibe mein CD-Booklet von meiner letzten CD, habe ich eigentlich selber geschrieben, die Inhalte. Und das ist mir auch wichtig, weil natürlich, ich bin ein reproduzierender Künstler. Ich sitze nicht da und schreibe meine Songs, sondern ich singe Musik von anderen Leuten. Aber ich habe Gedanken dazu, ich habe Hoffnungen, Wünsche, die ich da reinfülle, die meine eigenen sind, aber die Inhalte sind nicht direkt von mir. Das klingt schon alles sehr, sehr vollkommen und auch selbstzufrieden. Es wirkt sehr gut auf mich. Gibt es da auch Entwicklungsfelder, die du gerne noch weiter ausbauen möchtest? Ja, ich würde halt gerne mal singen können, irgendwann in meinem Leben. Also das klingt schon so, als ob du Ja, aber das ist halt wirklich, meine Lehrerin hat immer gesagt, Susanna Ekin in Kopenhagen, die hat immer gesagt, Johannes, du musst den Prozess lieben. Und das stimmt natürlich auch. Also es endet nie. Ich komme gerade von der Probe, die war toll, aber ich möchte Sachen besser machen. Und ich hoffe, ich werde es irgendwann besser machen. Und jeden Tag probiere ich einfach an Sachen zu arbeiten, an mir selber, daran, dass ich mutiger sein kann, mehr wirklich zu wagen, sowohl musikalisch als auch künstlerisch oder eben als Person. Da kann ich bestimmt viel lernen noch. Also auch wenn man, das Witzige ist ja, ich sage immer selber, ich bin ein bisschen scheu, glaubt mir kein Mensch, aber ich würde mich eigentlich freuen, wenn ich selber einfach mit größerem Zuvertrauen auf andere Leute zugehen kann. Weil wie du auf mich zugegangen bist, fand ich total schön, dass wir so einen einfachen Kontakt hatten. Und dann habe ich das Gefühl, das könnte ich eigentlich auch mehr machen. Ja, eigentlich klingt das alles schon nach großem Ehrgeiz. Und das hast du, glaube ich, schon, oder? Muss man, glaube ich, haben in dem Feld. Weil niemand trägt einem irgendwas hinterher. Das Lied, das gesungen wird, ist immer, dass es schwer ist. Was wir tun und was unsere Berufung und unser Beruf mit sich bringt, immer alles ist sehr, sehr schwer. Und da muss man eben, seine Nische finden. Man muss mutig und auch
durch schwere Zeiten einfach durchgehen. Also ich meine, das ist ja das auch jetzt, wenn wir dann jetzt auch noch über Corona reden und die Zeit, in der wir uns gerade befinden, in dem Sinne ist das nichts Neues. Ja, jeder hat sein privates Corona schon gehabt in diesem Bereich, weil wir als Freischaffende, wenn ich nichts arbeite, die einen nennen es Urlaub, ich nenne es eigentlich Arbeitslosigkeit, also weil sobald ich nichts arbeite, habe ich natürlich frei, aber dann verdiene ich halt auch nichts. Und das heißt, dass ich mich da schon kümmern muss. Und ich mache das so gut ich kann. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es nicht so gut. Aber wenn ich nicht mich drum kümmern würde, wie mein Produkt ist, das, was ich tue, was ich machen will, dann hätte ich keine Chance. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte dich noch danach fragen, wenn ich es richtig gelesen habe, hattest du ein Stipendium? Ist das richtig? Also ich habe verschiedene Stipendien gehabt. Welches meinst du? Berichte einfach mal. Ach so, genau. Ja, also ich war da sehr gesegnet, sehr beschenkt eigentlich immer schon. Hatte da auch viel Glück. Also es ging los im Studium mit der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das war witzigerweise kein Musikerstipendium, sondern ich wurde da vorgeschlagen von meiner Schule damals, dem Goldberg-Gymnasium Sindelfingen. Und kam dann, weil ich keinen Studienplatz an der Musikhochschule Freiburg direkt hatte, habe ich Germanistik und romanische Philologie studiert oder mich da eingeschrieben in Wirklichkeit. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es mal. Und dann habe ich da das Auswahlverfahren durchgemacht und bin dann in der Tat genommen worden. Was witzig war, da gab es dann viele Leute, denen es auch so gegangen ist. Bei den Studienstiftungen des Deutschen Volkes gab es Leute, die auch immer gesagt haben, sag mal, bist du auch beim CIA? Und dann sagt, was ist denn der CIA? Und dann sagt, das ist der Club der irrtümlich Aufgenommenen. Also ich war da auch drin im CIA und dann war es in der Tat so, dann bin ich an die Musikhochschule gekommen und dann musste ich die Studienstiftung wieder verlassen, weil ich nur in Anführungsstrichen für den wissenschaftlichen Zweig aufgenommen worden bin und nicht für den künstlerischen. Und dann hat die Studienstiftung gesagt, bewirb dich doch nochmal neu. Und dann habe ich gesagt, nee, danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja schon mal aufgenommen worden. Und dann bin ich zum Evangelischen Studienwerk gegangen und habe mich da beworben und bin da tatsächlich auch reingekommen. Felix e.V. ist ein super Stipendium gewesen. Bin auch sehr, sehr dankbar bis heute. Ja, das waren so meine Studienstipendien. Ich habe später erst verstanden, dass das eigentlich eine sehr prestigegeladene Sache ist. Würde ich auch immer noch jedem empfehlen, das zu probieren. Weil viele Leute denken, sie haben keine Chance oder sie machen das einfach nicht. Was solche Sachen angeht, von wegen scheu sein, habe ich immer irgendwie einfach probiert. Und viele Sachen klappen halt trotzdem. Also doch nicht CIA, denn es hat dir ja was gebracht. Ja, klar. Also irgendwann gehört man halt dazu. Es ist ja so schon fake it till you make it. Aber ich habe immer Leute gefunden, die gut mich unterstützt haben und die gut fanden, was ich wollte. Ich kenne auch viele Leute, die mich nicht gut finden, mich nicht unterstützt haben. Passiert genauso. Gehört beides dazu. Ja. Auf welches Projekt bist du denn am meisten stolz? Also ich habe 6 Jahre lang eine eigene szenische Produktion gemacht. Das hieß Winterreise Staged. Das ist Schuberts Winterreise. Das ist ja der große Zyklus, Winterreise von Franz Schubert. Das sind Texte von Wilhelm Müller. Das ist ziemlich alt. Schubert ist ja gestorben Anfang des 19. Jahrhunderts. 1828 ist er dann verstorben. Und da geht es eben um eine kaputte Liebe und ein junger Mann muss raus aus dem Dorf, in dem er sich verliebt hat, weil die Geliebte jemand anderen gefunden hat, eine bessere Partie gemacht hat und er muss dann gehen. Und dann läuft er in eine Winterlandschaft hinaus und sieht da lauter gefrorene Dinge im Eis und bezieht eigentlich alles auf sich und seinen eigenen Schmerz. Und als ich das angefangen habe zu singen, da war ich gerade sehr, sehr, sehr verliebt und sehr mit gebrochenem Herzen unterwegs. Und dann habe ich daraus eine szenische, also ein Projekt draus gemacht. Also ein Bühnenbild mit einem Freund zusammen entworfen. Ich habe einen Regisseur gefunden, der mir geholfen hat, das umzusetzen. Ich habe die Kostüme selber gefunden und habe mit Daniel Beskow, einem schwedischen Pianist, der sehr, sehr stark ist, habe ich da eben einen Partner gehabt. Und wir waren damit 6 Jahre unterwegs, haben fast 100 Vorstellungen gemacht und waren damit in ganz Europa. Und das war die erste wirklich eigene musikalische Produktion, die ich umgesetzt habe und hatte da sehr, sehr starke Leute an der Seite. Und darauf bin ich stolz, weil das hat mir niemand gegeben. Und das ist das Gleiche mit dem Festival, der Zwerg in Sindelfingen. Das ist aufgebaut worden. Ich hätte das nie alleine geschafft. Also es sind so viele Leute, die da helfen und immer noch helfen.
und immer weiter helfen werden, hoffentlich. Aber ich weiß, wenn ich das Festival nicht angefangen hätte, wäre es nicht da. Und das ist eine Erfahrung, die man in der klassischen Musik nicht so oft hat, weil wir als Künstler sehr daran gewöhnt sind, gefragt zu werden, eingeladen zu werden. Und wenn man nicht eingeladen wird, dann in dem Moment hat man eben auch da kein Anrecht teilzunehmen. Also es gibt viele Türsteher in der Klassik, die entscheiden, kommst rein, du kommst nicht rein. Aber der Zwerg und die Winterreise Stage, also dieses Bühnenprojekt, haben mir eben gezeigt, dass ich eigentlich auch meine eigene Arbeit kreieren kann. Auch in der Klassik. Ich brauche nicht für alles Helfer, aber ohne Helfer ist es ganz, 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 ganz schwer. Also wenn ich das richtig raushöre, dann hatte ich das besonders stolz gemacht, dass es so eine Eigeninitiative von dir war, die dann ein ganzes, großes Ganzes geworden ist. Natürlich immer mit dem Team und Helfer, Unterstützer, das gehört ja dazu. Aber du bist auf deinen Ursprung sozusagen stolz. Klar, ja, schön. Weil das, da bin ich, da, ja, das wünsche ich jedem, dass er was machen darf, wo er das Gefühl hat, er hat einen Anteil und er hat ein Stück weit auch eine Kontrolle darüber, was da passiert mit ihm als Mensch oder ihr als Mensch. Und dass man da das Gefühl hat, ja, das so kann man ein Leben führen. Das wünsche ich jedem und ich habe es erleben dürfen und bin dann da auch froh drüber, ja. Sehr schön. Merkst du, dass du die Menschen mit deiner Musik veränderst oder mit deiner Kunst? Kannst du da was feststellen oder bekommst du Rückmeldungen hierzu? Das ist ganz schwer. Das habe ich vielleicht als Kind mehr gesagt bekommen. Als ich da gesungen habe, da haben Leute viel sich da ausgedrückt in die Richtung. Heute ist es so, ja, wie kann man sagen? Also selbst, was schon passiert ist, viele Menschen, die mich oft hören oder immer wieder hören, in meinem Festival oder woanders, die haben wirklich ein ganz starkes Gefühl, mich zu kennen als Mensch. Und das ist schon schön. Das rührt einen auch. Weil ich sehe ja, wie kann man das jetzt positiv, also ich will das jetzt nicht blöd klingen lassen, aber ich bin ja beschäftigt beim Singen, ja. Also ich kann mich ja nicht darauf konzentrieren, wie es jetzt jedem Einzelnen geht, sondern ich gebe ja, und das tue ich schon, ich gebe viel in Richtung des Publikums, aber eigentlich ist es in normalen Zeiten eben eher eine Gruppe von Menschen. Aber die Menschen erleben das alle individuell und persönlich. Und die wissen teilweise mehr von mir als ich von ihnen. Das ist manchmal auch schade, aber das ist halt die Realität. Du überzeugst dann durch deine Authentizität, denke ich mal. Also wird manchmal gesagt, was jetzt Leute an mir schätzen. Ja, also Expressivität und Ehrlichkeit im Ausdruck, das wird schon positiv gesagt, wenn Leute was Positives sagen, ja. Das klingt gut. Welche Zielgruppen sprichst du an? Also ich will natürlich sagen, alle, aber auch da wieder eine Realität. Natürlich im Klassikbereich, im Liedbereich, natürlich bin ich da Teil von einer Gruppe, die traditionell ein Publikum hat, das jetzt älter ist als ich, sogar noch, aber nicht ausschließlich. Und ich denke auch, dass man da viel machen kann. Also ich habe ja auch einen kleinen Workshop, den ich alle 2 Jahre mache mit Kindern und Liedern. Schön. Einfach, weil ich glaube, es ist wichtig, sich um die nächste Generation zu kümmern. Das möchte ich auch immer noch weiter verstärken und mehr machen. Ich gehe an Schulen, ich rede mit Schülern, ich mache Projekte mit zum Beispiel der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie in Stuttgart, denen ich auch wahnsinnig dankbar bin für ihre Treue über die Jahre, auch gerade mit Cornelia Weidner, der Intendantin. Da gehen wir eben an Schulen, wir begegnen jungen Leuten, wir erzählen davon, was da los ist. Und ganz viel von den Liedern hat ja zum Beispiel, jetzt Lied ist eben ein großes Thema von mir, hat ja Romantik, hat viel mit Liebe zu tun und auch gescheiterter Liebe und Sachen, die nicht funktionieren. Das versteht natürlich ein 15-Jähriger deutlich besser als jemand wie ich, der 36 ist und in einer glücklichen Beziehung verheiratet. Also ich habe eigentlich als Jugendlicher dann viel einfacheren Zugang. Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß? Also jetzt im aktuell, ich glaube, das ändert sich alle 2 Tage, aber aktuell würde ich sagen, das Musizieren selber ist wirklich toll. Also in der Musik zu sein, weil die erlaubt halt kein drüber reflektieren, wie war es jetzt gestern und was passiert morgen. Ich muss jetzt das machen. Und dieses Jetzt-Sein ist ganz, ganz toll. Wünsche ich auch jedem, dass er das kann und erleben darf, sich darauf zu konzentrieren, was jetzt ist. Ist toll.
Sehr schön. Bevor ich jetzt auf Corona zu sprechen komme, wollte ich doch noch mal nachhaken zu dem, was du vorher gesagt hast. Was war denn dein persönliches Corona-Erlebnis? Also du weißt, was ich meine. Ich möchte jetzt nicht auf Corona, sondern du sagtest vorhin, Corona hat jeder in einer persönlichen Weise schon vor Corona erlebt. Ja. Praktisch irgendeinen Tiefschlag oder eine Phase, die eben nicht so positiv war. Das gehört einfach auch zum Reifen dazu. Was war denn hier dein persönliches Negativerlebnis? Das war eben das Zusammenfallen eigentlich vielleicht von einer kaputtgegangenen Beziehung und einer Phase in meinem Studium, nach 5 Jahren Studium, wo ich eigentlich dachte, ich schaffe das nicht, ich muss aufhören. Da war dann wirklich nicht viel Positives zu sehen. Ja? Und man zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten, man hat das Gefühl, man hat 5 Jahre in den Sand gesetzt. Und das ist traurig, wenn das passiert. Und du hast schon gesagt, natürlich gehört es zum Reifen dazu, aber sich das zu sagen in dem Moment, das fällt mir heute noch schwer. Also wenn es mal nicht so läuft und ich wieder ein Konzert, jetzt aktuell eben wieder ein Konzert verliere, weil das abgesagt wird eine Woche vorher, das ist schmerzhaft. Und sich dann zu sagen, nein, das geht schon weiter, das wird wieder gut. Mhm. Manchmal glaubt man das halt nicht. Was hat dir damals rausgeholfen aus dieser Situation? Na, damals habe ich mich eben an andere Leute gewendet, weil ich wusste, es gibt eigentlich jetzt nur, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und dann habe ich mit Freunden gesprochen, die im Ausland studiert haben oder hatten damals. Und da war eben klar, weil wenn ich irgendwas studienmäßig schnell verändern will, war der einzige Weg raus eigentlich ein Erasmus-Studium. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich traue mich jetzt, weil damals, ich habe damals niemandem vorgesungen, wirklich außerhalb von der Hochschule. Und habe ich gesagt, okay, ich traue mich und ich gehe mal zu diesen Lehrern hin oder diesen Personen, die mir da empfohlen worden sind von meinen Freunden. Und ich dachte mir, jetzt rede ich mit denen und erkläre denen mein Problem. Und dann gehe ich davon aus, dass die sagen, Herr Held, das sieht nicht gut aus. Machen Sie mal was anderes, Sie sind ja noch jung. Und dann habe ich diesen Leuten eben was vorgesungen. Und dann war es in der Tat so, dass da eigentlich niemand gesagt hat, machen Sie da was anderes, sondern alle haben gesagt, ja, also eine Person hat gesagt, ich sehe Ihr Problem gar nicht richtig. Und eine andere Person hat gesagt, studieren Sie doch hier. und dann habe ich das halt gemacht. Mhm. Also quasi, ich bin schon jemand, der sagt, man kann sich auch auf Menschen verlassen. Mhm. Also es muss ja nicht jeder schätzen und jeder toll finden. Das ist auch nie so gewesen bei mir. War ich mir auch immer sehr bewusst. Aber gerade ein Freund hat mir gesagt, dass ein berühmter Regisseur, dessen Name mir gerade natürlich entfallen ist, hat gesagt, mach mal deinen ersten Film und dann guckst du mal, wenn 95% der Kritiken schlecht sind, dann guckst du auf die 5% der Kritiken, die gut sind und die 5%, die sind dein Publikum. Und es stimmt. Es müssen mich nicht alle mögen. Es müssen mich nicht mal die Mehrheit mögen. Es müssen mich nur 5% mögen, dann kann ich schon davon leben. Schon gut, genau. Ich kenne dich ja noch nicht wirklich, aber was ich jetzt so raushöre, ist, jedes Mal, wenn du mutig warst, dann war es erfolgreich. Also ich muss sagen, ich war auch manchmal mutig, das hat überhaupt nicht funktioniert. Kann ich auch Geschichten dazu erzählen. Aber die bleiben nicht hängen. Ja. Man vergisst, man kann ja, ich vergesse Sachen, die nicht positiv sind. Ich vergesse es. Nach einem Jahr habe ich es vergessen. Leute, die ich nicht mag, vergesse ich. Wirklich. Ja, ist doch gut. Ist doch auch so eine Art Selbstfilter und dient zum Gesundheitsschutz. Genau. Ja. Jetzt haben wir ja leider seit März letzten Jahres Corona. Wie geht's dir damit? Was hat sich verändert seit Corona? Ja. Also natürlich Corona erstmal. Als ist ja für jeden da der Art gleich, ist ja erstmal eine persönliche Bedrohung, also für die Familie, für die Lieben. Darum geht es mir natürlich am meisten, dass Menschen davon ja echt betroffen sind. Das ist natürlich der erste Punkt. Also, und das versetzt mich auch in die Lage, ganz, ganz viel von den notwendigen Einschränkungen eben mitzutragen. Gleichzeitig ist natürlich so, dass wir als Freischaffende am Anfang, als dann Sachen zugegangen sind, März, April letzten Jahres, hatte man schon stark das Gefühl, dass auf Bundesebene politisch da doch eine starke Kurzsichtigkeit einfach an der Tagesordnung war, dass uns Freischaffenden, ich erinnere mich da an ein sehr unglückliches Interview von Altmaier, das ich gehört habe,
dass halt gesagt wurde, ja, jetzt ihr Freischaffenden, hört mal auf, euch zu beschweren, beantragt die Hartz IV und hört auch auf, das so zu nennen, das ist die Grundsicherung und das ist erstmal das Einzige, was euch zusteht. Und ihr quasi und auch ein bisschen mitsuggeriert wurde ja auch, viel mehr als Grundsicherung habt ihr eh noch nie verdient, braucht ihr euch also jetzt nicht, gar nicht umstellen. Und das war schon schade, da habe ich ja versucht, politisch aktiver zu werden, Aufmerksamkeit zu schaffen. Als es dann drum ging zu sagen, ja, also Solo-Selbstständigen wird auch geholfen, hier könnt ihr diese 15.000 Euro Soforthilfe haben, aber die werden halt nur für Betriebskosten angesetzt und jemand wie ich, ich bin das perfekte Beispiel in dem Kontext, jemand wie ich, der entweder Arbeit hat, dann reisen muss und dafür Sachkosten aufwenden muss, in dem Moment, wo ich keine Arbeit mehr habe, habe ich keine Betriebskosten mehr, sondern ich habe einfach gar nichts. Und das ist einfach eine Wahrheit. Es ist auch ganz logisch. Man muss sich nur mal für 2 Minuten drüber nachdenken, was habe ich denn für Ausgaben? Ich kann Noten kaufen, ja, aber ich kann nicht für 15.000 Euro Noten kaufen. Sondern was kann ich denn abrechnen? Ich habe keinen Überraum. Ich habe dir mein Klavier gezeigt. Da übe ich. Das ist eine Ecke in meiner Wohnung. Ich habe einfach keine laufenden Kosten, die ich decken könnte mit sowas. Und dann, dass da dann versucht wurde nachzubessern, fand ich eigentlich gut. Aber dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln gefunden hat, manche ja bis zum Schluss, ehrlich gesagt, nicht verstehen oder verstehen wollten, was denn die Situation ist von den Leuten, die ich kenne, also von Musikern, Freischaffenden, Musikern und so weiter, ist, das macht einen schon traurig. Weil man hatte auch immer so das Gefühl, man ist irgendwo wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, man gibt was rein, man lebt ein Leben, das nicht nur wertvoll für einen selber ist, man hat nicht eine vollständig durchkapitalisierte oder vom Kapitalismus überrannte Beschäftigung. Und dann war halt klar, man ist im Unterhaltungsbereich tätig, genau wie Bordelle, Casinos und ja, was immer noch so in der Liste stand. Das hat einen schon traurig gemacht. Wie hast du dich über Wasser gehalten? Na, ich hatte halt wahnsinnig Glück. Also zum einen habe ich in Berlin gelebt. Da war halt die Soforthilfe im März, April besser geregelt, weil da konnte man, solange der Topf noch nicht leer war, das war leider da schade, dass halt, man musste halt schnell genug sein, da konnte man eben auch Lebenshaltungskosten damit abdecken. Die Soforthilfe vom Bund habe ich nie beantragt, weil klar war, dass ich das nicht werde nutzen können in der vorhergesehenen also Art und Weise. Deswegen konnte ich das gar nicht machen. Und dann waren wir glücklich auch da, dass wir haben ein Kind gekriegt und teilweise war dann eben auch das Elterngeld, das uns über dem Wasser gehalten hat. Aber ich glaube, dafür ist es eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht gedacht gewesen ursprünglich. Aber das war dann halt so. Das heißt, jetzt ist halt aktuell 21, ist deswegen schwieriger, weil das ist alles vorbei. Und jetzt geht es halt darum, was passiert jetzt dieses Jahr. Aber nochmal ganz konkret, was hättest du dir konkret von der Politik gewünscht? Naja, also dass man von vornherein eben was Baden-Württemberg ja auch macht, Unternehmerlohn, das war eine gute Geschichte. Also dass man sagt, man setzt einfach an einen bestimmten Betrag, der nicht Sozialhilfe ist, sondern einfach eine Hilfe für diesen Arbeitnehmer. Der ein Freischaffender ist ja kein Arbeitnehmer, aber jemand, der freischaffend arbeitet, der muss ein Honorar, ein Lohn, braucht der, wo nicht gesagt wird, nur für Heizkosten oder nur für Mietkosten von deinem Mietauto, das du gar nicht hast, weil ich bin ja freischaffender Künstler. Ja? Also solche Sachen, das fand ich schon gut, dass man da was macht und das hätte ich mir auch mehr gewünscht. Ich fand, Berlin hat das relativ unbürokratisch gelöst. Es gibt ja gab es da auch gute Lösungen. Deswegen, Baden-Württemberg, finde ich, hat es gut gemacht, das früher oder später dann zu verstehen. Und das hätte ich mir aber schneller gewünscht. Und ich hätte mir auch gewünscht, es ist ja so, als es um das Kurzarbeitergeld ging, und vielleicht muss ich das kurz vorschieben, ich gönne jedem sein Kurzarbeitergeld. Jedem. Ich finde das richtig, dass das passiert. Aber da wurde ja viel mit der Würde des Arbeitnehmers argumentiert, dass man das jetzt verlängern muss, erhöhen muss und so weiter, weil die Würde des Arbeitnehmers sonst gefährdet ist. Aber die Würde der Freischaffenden wurde sehr, sehr lange ignoriert. Ja. Und
Und jetzt geht es auch schon wieder in eine ähnliche Richtung, weil man zum Beispiel, ich habe mich beworben und ich hatte Glück. Ich habe auch eins bekommen. Ich habe ein Neustart-Kulturstipendium bekommen. Das sind 6.000 Euro, die ich für ein Projekt bekommen habe, das ich jetzt umsetzen werde, ab April. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Gleichzeitig, man muss sich das klar machen, da wurde gesagt, wir helfen jetzt den freischaffenden Künstlern und Musikern in dem Fall, indem man sagt, wir schreiben ein Stipendium aus und die Leute, die die kreativste Idee haben, die 6.000 Leute mit den kreativsten Ideen, die kriegen das. Oder ich weiß nicht, wie viel Tausend, Tausende Stipendien. Yeah. Jetzt muss man sich aber schon mal die Frage stellen, hat man irgendwann zu einem Festangestellten gesagt, bring mal eine kreative Idee und dann vielleicht, wenn es uns überzeugt, vielleicht kriegst du dann was. Also sprich, du musstest wieder zuerst in die Vorleistung gehen, um da überhaupt an Gelder ranzukommen. Also in dem Kontext, ja, ich musste halt eine Idee liefern. Und dann muss man aber auch dazu sagen, wenn man jetzt sagt, für Musik jetzt aktuell kreative Lösungen. Was sind kreative Lösungen? In Wirklichkeit, meiner Meinung nach, ich habe noch niemand gesehen, der mir dann mehr sagen konnte dafür. In Wirklichkeit gibt es gerade für Musik zwei Formate. Streaming und Open Air. Alles andere sind Nuancen genau dieses Konzepts. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Anträge eingegangen sind. Ich hoffe, dass viele, viele Leute es gekriegt haben. Ich hoffe eigentlich, dass alle Leute es gekriegt haben. Aber warum, wie kann jetzt man sagen, Johannes hat eine kreativere Streaming-Idee als XYZ? Ist doch verrückt. Ja, ja. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber vielleicht ist es wirklich auch nur ein Versuch, um zu trennen, ob hier jemand irgendwie an Gelder kommen will und aber gar nicht sozusagen dahinter steckt oder eben, also das könnte ich mir vorstellen. Das kann natürlich sein. Ja, also ja. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch. Ich hoffe, das hat gereicht. Ich hoffe nicht, ich kenne aber die Zahlen nicht. Ja. Ich hoffe wirklich nicht, dass da halt man gesagt hat, ja, also das Streaming-Konzept von Johannes ist jetzt einfach besser als dieses und dieses und deswegen kriegt der Johannes das jetzt. Finde ich unfair, finde ich unschön. Ich weiß, es gibt jetzt ja die Neustarthilfe oder Überbrückungsgeld 3, läuft ja jetzt von Januar bis Sommer, von wegen Leute unrechtmäßig, die da unrechtmäßig versuchen, an Geld zu kommen. Ich habe jetzt halt eine Überprüfung am Laufen. Und ich kriege da eine E-Mail von der Berliner, was ist das, Investitionsbank Berlin, wo drin steht, ja, Herr Held, Ihr Antrag ist zurückgestellt, Sie kriegen das Geld jetzt erstmal nicht. Und der Grund dafür kann sein, dass Sie einfach eine Stichprobe sind oder wir haben konkrete Anhaltspunkte, dass Sie betrügen. Ist doch krass. Das ist schon krass, ja. Also es wird einem nicht gesagt, was der Grund ist. Es wird nur gesagt, kann sein, dass gar nichts ist. Ja. Kann sein, dass du echt Probleme hast. Und ich kann sagen, ich sitze hier mit reinem Gewissen. Ich meine, ich rede jetzt ja öffentlich drüber. Ja. Ich habe einen Antrag gestellt nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass ich dann so eine E-Mail kriege, Thema Würde, ist halt schon wieder auch ein Ding, wo ich denke, irritierend. Hast du da nachfragen können oder gibt es da einen Ansprechpartner? Also ich muss zugeben, ich habe da nicht direkt zurückgeschrieben, weil ich gehe davon aus, es sind ja hunderttausende Leute, die diese E-Mail bekommen. Ja, ich würde es trotzdem versuchen. Aber du hast vollkommen recht, ja. Ja, weil ich finde, also man hat ja auch das Recht als Antragsteller, das Recht auf Transparenz und auch das Recht auf eine Zwischenstandsmeldung. Zumindest wenn man so eine Mail bekommt, also das würde ich auf jeden Fall versuchen. Denn wenn man hier mit Recht hier was versucht, muss man sich nicht einschüchtern lassen. Absolut. Genau. Das ist aber gut, dass du das sagst. Ja. Ich war da schon ein bisschen, da ich dachte, weil es ist ein bisschen so, als würde man, als würdest du, du fährst in der Stadt mit dem Auto und die Polizei winkt dich raus. Ja, genau. Die rutscht einfach das Herz in die Hose oder mir rutscht das Herz in die Hose. Denke mir, habe ich das falsch gemacht? Bin ich jetzt doch nicht beantragsberechtigt? Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe, je länger ich drüber nachdenke, aber trotzdem, auf einmal steht es halt im Raum. Ja, nee, also da muss es schon Anlass dafür geben und den müsste man wissen dürfen. Stimmt, das recht. Also, hast du vollkommen recht. Wie geht's denn deinen Freunden? Oder wie, also du hast ja bestimmt viele Künstler auch, du kennst. Wie geht's denen ähnlich und was berichten die so? Ja. Also es schwankt bei vielen. Also oder je nachdem, mit wem man redet. Es gibt viele Leute, die sich begeistern können für die neuen Herausforderungen. Ja? Also zu sagen, nein, ich mache jetzt, okay, wir streamen jetzt. Ich habe Streaming-Ausrüstung gekauft. Ich streame jetzt. Und ich mache einmal im Monat ein Streaming-Konzert. Ich will auf Twitch-TV streamen.
Ich will einfach verschiedene Formate ausprobieren, die ich immer schon mal ausprobieren wollte und die ich bisher nicht ausprobieren konnte. Und das werde ich probieren. Das heißt, da freue ich mich drauf oder begegne ich vielen Leuten, die sich darauf auch freuen. Ja, das ist der eine Teil. Leute, die neue Ideen haben, neue Sachen probieren, sich künstlerisch eben jetzt in den neuen Räumen bewegen und die positiv gestimmt sind und die glauben, dass es nächstes Jahr wieder besser wird, die gibt's. Und dann gibt's andere Leute, die ich treffe, die ein Chorleiter, Freund von mir, Bernhard Schmidt, lebt in Freiburg, der einfach sagt, weißt du, wir haben jetzt seit einem Jahr keine Chorprobe. Und das soziale Feld Chorprobe, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man nicht in einem Chor ist. Aber das sind soziale Gefüge, die unglaublich wichtig brechen sind weg. Für diese Menschen. Und die brechen weg und die Leute, und das ist auch im Augenblick nicht zu ersetzen. Es gibt Menschen, die, es gibt Sachen, es gibt so Online-Lösungen, Online-Chorprobe und so weiter. Das, für die gibt es keinen Ersatz. Wir müssen diese Leute wieder in die Chorprobenräume zurückbringen. Ja? Ich weiß schon, dass es da Singen gilt ja eh als quasi vom Teufel geschickt, quasi als die Aerosolbildung des Sängers ist ja. Nur im Freien. Genau, nur im Freien und mit größtmöglichem Abstand und so weiter. Ist ja hochproblematisch, da gibt es ja auch Studien, die das nicht unbedingt unterstützen und so weiter und so fort. Aber ich weiß schon, dass gerade jetzt unser Leben nicht schwarz-weiß ist. Ja? Also ich glaube, es gibt schon gute Gründe, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, aber. Das muss man im Auge behalten. Das sind Menschen, die, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Musik, in einem Chor singen als Profis oder einen Chor leiten als Profis oder als Hobbysänger in einem Chor singen. Das sind Menschen, die daraus ihre seelische Stabilität ziehen. Und die haben sie seit einem Jahr nicht. Und das geht nicht. Das ist ein absoluter Ausnahmezustand, das sehe ich auch so, ja. Wie läuft es denn da mit deinem YouTube-Kanal? Deswegen gruselig, weil ich so wenig poste. aber ich, wie gesagt, fange jetzt an mit dem monatlichen Livestream und bemühe mich da einfach mehr zu machen. Geld verdienen tue ich mit YouTube auf keinen Fall. Bisher, ich habe ein Streaming-Konzert gemacht zuletzt, das war wunderbar. Und das waren halt direkte Spenden. Und da merke ich auch, es gibt eine wahnsinnige Spendenbereitschaft. Es gibt so viele Leute, die das wahnsinnig gut finden, was wir machen, die denen es fehlt, die den Sprung ins Internet eben auch mitmachen. Gerade Publikum, das eben nicht Digital Native ist, sondern da jetzt auch erstmal reinwachsen muss, die kommen trotzdem mit. Das ist schön. Denn also, es gibt so viele Menschen, die einfach Freude an Musik und Kunst haben. Und wenn das jetzt eine Art Ersatz ist, dann sollte man das doch auch in Anspruch nehmen. Und ich finde es dann auch schön, wenn die Leute dafür spenden, wenn sie dann eben über diese Kanäle an Musik kommen. Genau. Das kann man eigentlich nur unterstützen. Wenn du jetzt Corona nochmal betrachtest, es wird ja auch ein Nach-Corona geben. Hoffentlich, in absehbarer Zeit. Aber wirst du irgendwas verändern jetzt durch diese Erfahrungen? Na, ich hoffe einfach, dass der digitale Anteil mitlaufen kann. Also wenn ich jetzt streame, ich kann natürlich mein Streaming-Set, das ich jetzt dann besitze, geht einfach mit. Und ich habe viele, da bin ich auch gesegnet natürlich, habe viele Freunde international. Bei meinem letzten Streaming-Konzert, das sehe ich auch gerade, meine Schwiegermutter guckt aus Florida gerade zu. Cool. Das wird mitlaufen. Ich kann jetzt mein Publikum eigentlich in meinem Rucksack mittragen. Und es gibt, wenn man viel unterwegs ist, lernt man halt Leute überall kennen. Und für die ist es kein, wie kann man sagen, ist es kein schlechter Ersatz, ein Konzert mitzuerleben, das sonst zu weit weg wäre. Das heißt, das, glaube ich, wird mitgehen. Ich freue mich darauf drauf. Und wie gesagt, wenn ich hier aus dem Wohnzimmer streame, dann mache ich danach den Stream aus und trinke einen Wein mit meiner Frau. Sonst müsste ich aus Schweden zurückreisen. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Die Wege fallen weg und ich denke, so wie du es auch beschreibst, wird man in vielen Bereichen einen guten Mix hinterher finden müssen oder auch vielleicht als Chance sehen können, einen zu finden. Ja, sehr total. Gut. Und dann auch noch das Nächste, vielleicht noch kurz ein Wort dazu. Es ist ja schon so, dass wenn ich andere Einkunftsmöglichkeiten finden kann, dann komme ich eben wieder weiter dahin, dass ich nicht von Türstehern abhängig bin. Und ich bin ja jemand, du hast ja schon recht, wenn du sagst, ja, dir ist ja viel geglückt im Leben. Das stimmt auch. Mir ist ganz, ganz viel geglückt. Und ich habe viel Glück gehabt,
Ich habe viele positive Erlebnisse mit Menschen gemacht. Aber ich komme dann immer wieder auch an Punkte, wo man das Gefühl hat, ja, hier komme ich jetzt nicht weiter. Aber wenn ich online sein kann und mein Publikum online auch dabei haben kann und da einfach die Bezugswege abgekürzt sind und niemand mehr entscheidet, ob ich jetzt singen darf oder nicht, das geht ja nicht nur für mich, aber wenn sich jeder Sänger und jeder Musiker sein eigenes Publikum ein Stück weit suchen kann, dann entsteht eine ganz neue Gruppe von klassischen Musikern, die sich selbstbestimmt künstlerisch verwirklichen und ihr Publikum begeistern kann. Das ist doch toll. Ja, möglicherweise weiß man da auch noch gar nicht, was da alles noch draus entstehen kann. Genau. Ja, sehr schön. Ja, nochmal zurück zur Politik. Du hast schon beschrieben, was dir fehlt. Bist du selbst ein politischer Mensch? Also ich war AStA-Vorsitzender an der Hochschule, ich war Schülersprecher in meiner Schule. Wie gesagt, ich war dann politisch jetzt aktiv. Damit habe ich es witzigerweise in die Tagesschau geschafft, wo ich noch nie war. als es darum ging, dass eben Freischaffende, also Solo-Selbstständige da Unterstützung brauchen. Ja, ich bin jetzt in den Deutschen Musikrat eingestiegen bin da jetzt halt Mitglied, ja. Sorry, nicht Deutscher Musikrat, Tonkünstlerverband. Schon ganz peinlich. Tonkünstlerverband. Wir sind im Tonkünstlerverband. Das heißt, ich bin jetzt auch einfach strukturell ein bisschen besser organisiert. Ja. Das ist das eine. Ich bin aber in keiner Partei, was ich vielleicht mir auch mal nochmal überlegen sollte, ob ich nicht einfach mal parteipolitisch aktiv werden sollte. Ich bin nicht lokalpolitisch tätig, außer jetzt in Sindelfingen, wo ich im kulturlokalpolitisch tätig bin. Ich kämpfe für ein Festival. Ich kämpfe für kulturelle Bildung in der Stadt. Ich gründe jetzt demnächst eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, die sich darum kümmert, dass eben kulturelle Bildung und Lieder ein Thema sind. Aber ich bin jetzt nicht in dem Sinne politisch aktiv, dass ich jetzt in dem Gremium gerade sitze. Das bin ich nicht. Kam vielleicht auch daher, dass ich eben 5 Jahre nicht in Deutschland gelebt habe. Und da war ich dann sehr lange raus. Aber jetzt, wo wir reden, denke ich, ich sollte mal wieder politisch aktiv werden. Ja, ich höre es raus. Ich höre wirklich Interesse raus und auch, ja, schon, du interessierst dich, du hast dich schon engagiert. Von daher musst du wirklich mal drüber nachdenken. Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Es gibt auch eine gewisse Verpflichtung zur Anteilnahme. Ja, genau, richtig. Da wollte ich jetzt einfach auch noch drauf raus. Ich meine, wir sind alle mitverantwortlich für das, was in unserem Land passiert. Und wir sind nicht nur mitverantwortlich, sondern wir können es auch steuern, indem wir mitreden, partizipieren und einfach unsere Teilhabemöglichkeiten nutzen, um dann eben bei diesen wichtigen Themen, die wir derzeit haben, mitzuwirken. Ja, das ist natürlich zum einen der ganze Klimaschutz, die Klimawende. Und ich merke es eben schon, ich habe jetzt auch viele Gespräche geführt, dass es immer mehr Leute gibt, die sich für Politik interessieren, die vielleicht auch noch nicht ganz den Mut haben, sich zu engagieren, aber es auch sehr viele junge Leute gibt und das freut mich ganz besonders, denn nur so können wir auch gemeinsam was Positives verändern und das ist zum einen das Thema Bildung, hier geht ja gerade einiges hinten runter und zum anderen eben auch für diese großen Themen wie Mobilitätswende, Klimawende. Ja. Da müssen wir schon noch einiges tun, Arbeitssicherheit. Absolut. Genau. Absolut. Hast du hier Ideen, beziehungsweise andersrum gefragt, wie erreichst du denn deine Leute mit deiner Musik? Und dann möchte ich natürlich den Bogen schlagen. Was denkst du, wie man noch mehr Leute in der Politik erreichen könnte? Du meinst, die Leute erreichen könnte, die sich dann politisch engagieren? Genau, ja. Naja, also ich funktioniere sehr viel über persönliche geteilte Geschichten. Also es ist natürlich sehr graswurzelig, aber das hat mein Leben lang funktioniert. Also jetzt sehe ich auch gerade, dass Hymnuschorknaben eingestiegen sind. So habe ich mein Leben gestaltet. Und ich glaube, so kann man auch ganz, ganz viel erreichen. Dass man mit Vertrauen schafft, Leute kennenlernt, wie du es jetzt auch machst. Du führst Gespräche, lernst Menschen kennen. Und wenn du irgendwann mal einen Sänger brauchst, kannst du mich immer anrufen. Also nicht für eine Arbeit, sondern im Sinne von, dass man über was redet, über ein Thema bespricht, das ist möglich. Also ich glaube, da kann man viel, viel machen. Und dann, wie du es halt sagst, also wenn man jetzt sagt, bist du politisch aktiv? Ich glaube, ich habe die Frage vielleicht einfach zu eng gefasst auch. Also ich würde total sagen, dass ich politisch aktiv bin, im Sinne von, dass ich mich eben lokal einsetze für das, was mich interessiert und was mir wichtig ist. Und dass, wenn Dinge nicht da sind, von denen ich glaube, dass die da sein sollten, dann setze ich sie selber um. Also das glaube ich auch, wenn man da Leuten sagt, nein, du kannst, natürlich kannst, das fehlt,
Du hast vollkommen recht. Und ich helfe dir dabei, das zu tun, was du tun willst. Deswegen, ich glaube, du machst das erst, den ersten Schritt tust du sowieso. Du führst das Gespräch und du ermutigst zur Teilhabe. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Hm. Wirst du am Sonntag wählen gehen? In Berlin. Du bist jetzt gerade in Berlin, bist nicht hier. Ja, ich bin noch nicht gemeldet. Ich bin nicht gemeldet. Ich kann nicht wählen. Ich glaube, wir haben keinen Wahltag. Das müsste ich hoffentlich wissen. Nee. Ich bin erster Wohnsitz Berlin. Leider werde ich nicht wählen gehen. Mhm. Ja. Gehen deine Freunde aus Baden-Württemberg zum Wählen? Na klar. Also ich hoffe, jeder geht wählen. Man sollte viel mehr. Ich bin aber in diesem Kontext aufgewachsen, wo das ein sehr großes Tabuthema ist. Mhm. Politik zu besprechen war schon unüblich, als ich noch in Süddeutschland gelebt habe. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eher noch komplizierter geworden. Mhm. Ja, so und so, es gibt beide Seiten. Also ja. Mehr geredet, auch mehr offen drüber geredet. Die Leute sprechen auch was sie wählen, was sie gut finden, nicht gut finden. Das ist die eine Seite und die andere Seite gibt es natürlich auch. Genau. Ja, abschließend möchte ich jetzt noch fragen, was ist dein nächstes größeres Projekt oder überhaupt dein nächstes Projekt? Naja, das nächste Projekt ist der nächste Stream. Das ist jetzt Ende des Monats, 27. März mit Tim Ripchester. Link in the Bio habe ich den Stream schon verlinkt. Wird auf YouTube live laufen. Da freue ich mich drauf. Malerlieder, selbst organisiert. Es kann sein, dass ich davor noch in Schweden ein Konzert singe und in Wien. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich da hingehen kann. Wird schon den Weg geben. Genau. Gut, dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage und das ist immer meine Lieblingsfrage. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung. Weißt du, mein Leben hat nicht so funktioniert. Normalerweise war ich in 5 Jahren immer komplett woanders. Und ich kann dir eine Geschichte erzählen, ich war in Mailand, habe da Malerlieder gesungen mit Orchester und meine Eltern waren da, das war schön. Und dann stand ich mit meinem Vater da und dann habe ich jetzt ihm gesagt, weißt du, Papa, man sagt dir immer, ja, was wünschst du dir, was sind deine Ziele und so weiter. Ich hätte dir das gar nicht sagen können vor 5 Jahren, aber jetzt, wo ich hier stehe, merke ich, dass das hätte ein Ziel sein können. Aber so funktioniert mein Leben. Ich hoffe, ich bin ein guter Vater in 5 Jahren. Immer noch. Und dass mein Sohn mit mir aufwächst und das hoffe ich. Ja. Mhm. Das ist doch auch ein schönes Ziel, was du da vor dir hast. Danke. Ja, also es hat mich jetzt sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Danke, gleichfalls. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Vertrauen und für deine Offenheit. Ist ja auch nicht üblich. Also ich habe viel gelernt von dir und der Einblick war sehr interessant zu wissen, wie geht es denn so als Künstler, als Musiker? Was braucht es hier noch und wo kann es hingehen? Auf jeden Fall klingt es alles sehr zuversichtlich und ich bin überzeugt davon, dass du noch viele tolle Dinge erleben wirst und auch kreieren wirst. Danke dir. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich freue mich mal wieder von dir zu hören. Danke, gleichfalls. Ja, dir toll, toll, toll für die nächsten paar Tage. Ja, jetzt geht's genau, ja ab. Für Sonntag kannst du mir den genau. Daumen drücken. Genau, und ich drücke dir alle Daumen und natürlich bin ich dankbar für die Gesprächsbereitschaft und für dein Interesse. Man kann sich auch für andere Dinge interessieren und bestimmt interessierst du dich auch für andere Dinge, aber schön, dass das Kultur ein Thema für dich ist. Freut absolut. Mich. Danke also, dir. Kultur gibt uns die Kraft und ist auch ein richtiges Lebenselixier und das war ja. Schon, wird auch immer so sein und von dem her unterstütze ich das aus vollem Herzen. Danke dir, super. Alles Gute für dich und deine Familie, Johannes. Danke dir auch, Katrin, mach's gut. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao.